Hallo, wir sind die Sportexperten Julia und Selina vom Gymnasium Buxtehude Süd. Wir interviewen heute zwei Basketballer vom VfR Stade. Jan-Christian Both und Davin Roberts, die spielen beide in der zweiten Liga Pro B. Und jetzt geht's los. Ich bin Alexander, ich komme vom Sportgymnasium Buxtehude Süd. Hallo, ich bin Julia, ebenfalls vom Gymnasium Buxtehude Süd. Meine erste Frage ist an Davin. Du hast schon in mehreren Vereinen in Deutschland gespielt. Jetzt bist du hier in Norddeutschland. Fühlst du dich wohl an der Elbe? I like Stade. It's kind of a small city, but I'm coming from LA, California, which is a big city. So it's an adjustment, but I like the people are nice. I like the food and everything. The fans are great. So it's having a good time. Du hast ja mal in der ersten Bundesliga gespielt. Welche Qualitäten hast du mitgebracht, die der Mannschaft jetzt zugutekommen? I think my qualifications, I'm more of like a team player, bring energy and help make my teammates better. So as long as we all play together as a team, I think we'll do well. In einem Match gibt es 5 Positionen. Du spielst als Power Forward. Wie kommt das? Liegt das an deiner Größe von 1,97? No, it's not necessarily because of my height. It's my style of play. I like to slash to the basket. I like contact. So power forward, there's a lot of contact. You play around the basket, a little bit outside. So that's why I like it. Du bist mit 2,11 Meter hochgewachsen. Das ist ja gut für Basketball. Wie kommst du sonst mit deiner Größe im Alltag zurecht? Ich bin ja schon immer so groß gewesen. Also seitdem ich 14 bin, bin ich 2 Meter. Da musste ich mich an alles gewöhnen. Und die Türen, wenn man sich einmal so auf den Kopf angehauen hat, dann zieht man den alleine ein, wenn man nicht Schmerzen haben will. Klamotten sind halt ein bisschen teurer, aber da bekommt man alles. Du hast dein Studium in Amerika unterbrochen, um in Deutschland Basketball zu spielen. Später hast du dein Studium nachgeholt und bist wieder nach Deutschland gekommen. Was zieht dich immer wieder hierher? I don't know. I guess Germany just loves me. So I don't know how I always come back to Germany, but I don't mind it. I like it, so. Und was hast du studiert? I studied communications with public relations. So, yeah. Wie hältst du den Kontakt zu deiner Familie in Amerika? Through Internet, Skype, FaceTime. All those things, I communicate with my friends and family, social media, so we're in contact. Du bist ja nach Stade gekommen und studierst hier. Hat das was mit deiner Zeit nach dem Basketball zu tun? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt 28 geworden und da muss man halt auch gucken, dass man beruflich weiterkommt, dass man nicht nur den Sport macht. Und ich hatte halt das Angebot, hier studieren zu dürfen über den Verein. Und das hat auf jeden Fall auch den Ausschlag gegeben, warum ich dann nach Stade gekommen bin, dass man dann beruflich die Perspektive mit dem Studium hat, aber auch noch sportlich in einer guten Liga spielt, dass man dann auch auf einem hohen Niveau beides machen kann. Was studierst du überhaupt? BWL studiere ich an einer privaten Fachhochschule. Kannst du uns 3 Skills nennen, wo du dich beim Basketball noch verbessern könntest? There's always room for me to improve. I think my outside shot, maybe ball handling, free throws, I can go on. I'm not perfect, so I want to be perfect, so you gotta work on everything. Yeah, always. Wie kommst du im Alltag mit der deutschen Sprache zurecht? It's difficult for me to pick up. I can speak a little bit, but it's hard. I'm trying to learn, but. Can you say something in German? Yeah. Hello, alles klar. Ein Big Mac, bitte. Yeah, ein Big Mac, bitte. I know. McDonald's menu. I can order my food. Yeah. Vielen Dank für das Interview. Es hat richtig Spaß gemacht mit euch. Jetzt kommen Marie und Ben mit einem Quiz.
Ich bin Ben und komme vom Gymnasium Buxtehude Süd. Ich bin Marie und komme auch vom Gymnasium Buxtehude Süd. Jetzt kommen wir zum Sportexperten Quicks, dem schnellen Quiz. Ihr habt eine Minute Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten, die wir in der Schule gelernt haben. Mal sehen, was ihr noch wisst. Wie viele Blutgruppen gibt es ohne Rhesusfaktoren? 3. Nein, 4. Wer schrieb das Stück Eine kleine Nachtmusik? No idea. Mozart. Wann und wo wurde Basketball erfunden? Okay. 1891. 1891 in Kanada. Ja, 1891 in Springfield. Und wie heißt die Hauptstadt von Serbien? Serbia? Belgrade? Belgrade. Ja, Belgrade. Wie viele Einwohner hat Stade? 50.000 ungefähr. Ja, 45.000. Okay, bei den Meyers steht ein Birnbaum. 20 Äpfel hängen am Baum. 10 werden verkauft, 7 fallen runter. Wie viele hängen noch am Baum? Ein Birnbaum, hängen keine Äpfel. Richtig. Nenne die 3 Aggregatzustände. Fest, gasförmig, flüssig. Richtig. Jetzt machen Selina und Sophie weiter mit den X-Specials. Jetzt kommt das Sportexperten-Duell. Ihr beide gegeneinander. Ihr guckt euch direkt in die Augen. Wer von euch beiden muss als erstes lachen oder grinsen? Grimassen und Witze sind dabei erlaubt. Yes. Champion. Die Sportexperten Klicks. Verratet uns bitte eure 3 Lieblings-Internetseiten und auch, was ihr an ihnen so toll findet. Facebook, NBA.com. What else do I like? Sneakers, sneakernews.com. Also ja, bei mir ist auch Facebook, weil man einfach Kontakt mit seinen Freunden und Familie halten kann, wie bei Devon auch. Dann NBA.com, wo man halt in der USA die Basketballspiele, die Highlights verfolgen kann. Und als drittes auch über Sportartikel, so wie Schuhe, einfach Hosen, Trikots, alles. Jetzt kommt das Sportexperten-Extrem. Was war die extremste Erfahrung, gut oder schlecht, die ihr bisher in eurem Leben gemacht habt? Also basketballerisch war es für mich die Europameisterschaftsteilnahme 2006 mit der Jugend, mit der U20. Und negativ nehmen wir das Gleiche, weil wir abgestiegen sind, leider aus der A in die B-Gruppe. Okay, und du? Basketball, I would say taking the last shot to win the game. That's an extreme situation. A lot of pressure. And off the court, I don't know. Okay, jetzt kommen wir zu den Sportexperten Nix. Ihr seid sehr gute Basketballspieler. Welche Sportarten könnt ihr so gar nicht? Eishockey, Soccer. Okay, und du? Kunstturnen und Synchronschwimmen bin ich nicht ganz so gut. Aber ansonsten, Volleyball mag ich auch nicht unbedingt. Zum Schluss haben wir noch die Sportexperten-Tricks. Könnt ihr uns einen Trick zeigen, den ihr besonders gut könnt und gerne macht? Takes a while. Den ganzen Tag machen. So. Yeah, that's about it. Ja. Und du? Nee, ich bin nicht so gewandt wie der gute Kollege hier. Okay, danke, dass ihr mitgemacht habt. Es hat viel Spaß gemacht. Schokolade. Die Zeit bei VfB Stade war spannend, interessant und hat viel Spaß gemacht. Tschüss, die Sportexperten!